Es gibt schon einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Wissen, was die vier einzelnen Parameter der allgemeinen Sinusfunktion machen und wie man ihren Einfluss am Ende anwendet. Heute beim Ablesen von Funktionsgleichungen bei einem vorgegebenen Graphen. In welcher Reihenfolge du vorgehen solltest und was es dabei alles zu beachten gibt, all das zeige ich dir in diesem Video. Gucken wir uns das erste Beispiel an, bei dem du die Funktionsgleichung zu dieser allgemeinen Sinusfunktion finden sollst. Zuallererst gucke nicht auf den ganzen Graphen. Entscheidend ist nur eine einzelne Periode der Funktion, also solch ein Abschnitt, in der die Funktion einmal ansteigt, wieder herabfällt und wieder steigt. Die Aufgabenstellung fordert nun von dir, dass du die normale Sinusfunktion durch geeignete Wahl der Parameter ABCD in die vorgegebene Funktion überführst. Welche Werte müssen die Parameter annehmen, damit der gelbe Graph entsteht? Und am besten beginnst du dabei mit dem Startpunkt der normalen Sinusfunktion. Den musst du nämlich einfach nur so verschieben, dass er im Startpunkt der neuen Funktion landet. Schrittweise verschiebst du dazu die Sinusfunktion zunächst entlang der x-Achse um Pi halbe Schritte nach links. Für diese Verschiebung ist dann der Parameter c zuständig. Beachte aber bitte seine Besonderheit. Nach links zu den minus Pi halbe zu verschieben, heißt, der Parameter c muss nicht negativ, sondern positiv sein. Immer schön entgegengesetzt zum Vorzeichen. C ist also plus Pi halbe, gerundet 1,57. Von dort aus muss die Sinusfunktion nur noch um einen Schritt nach oben verschoben werden. Und zack, bumm, schon liegen die Startpunkte beider Funktionen übereinander. Verschiebung entlang der y-Achse, das ist der Job des Parameters d, bei dem es aber glücklicherweise keine Vorzeichenbesonderheit gibt. Einen Schritt nach oben zu verschieben heißt, der Parameter d ist genau 1. Was dann aber offensichtlich überhaupt noch nicht übereinstimmt, ist die Periode der blauen Sinusfunktion im Vergleich zum gelben Ziel. Du musst es also noch schaffen, aus dem gelben Graphen die Periode abzulesen und die blaue Sinusfunktion auf diese Periode zu stauchen. Verantwortlich für die Stauchung entlang der x-Achse? Ja, das ist der Parameter b. Und an der Stelle erlaube mir eine kurze Eigenwerbung. Den Zusammenhang zwischen dem Parameter b und der Periode p der Sinusfunktion, den habe ich in diesem wunderbaren Video für dich beschrieben. Dringende Empfehlung, wenn du dir bei diesem Parameter noch nicht so ganz sicher bist. Den Link findest du einmal hier oben in der Ecke und unten in der Videobeschreibung. Quintessenz ist, dass zwischen Parameter b und Periode p dieser simple Zusammenhang besteht. Umstellen nach b liefert dir b ist gleich 2pi durch die Periode p. Und genau diese Periode von der gelben Sinusfunktion, die musst du nun am Graphen ablesen. Schaue also auf der x-Achse, an welcher Stelle die Sinusfunktion beginnt und wo sie endet. Und dann rechne einfach Ende minus Anfang. Hier im Beispiel also pi halbe minus minus pi halbe. Minus und Minus macht Plus. Die Periode beträgt damit also genau Pi. Und wenn die Periode dann schon Pi ist, dann ist der Parameter b nichts anderes als 2Pi durch Pi, was nach Kürzen der Pis einfach nur 2 ergibt. Damit fehlt nur noch die Streckung in y-Richtung, was die Aufgabe des Parameters a ist. Dabei guckst du auf die Hoch- und Tiefpunkte der Sinusfunktion und schaust, wie weit sie von der Mittellinie entfernt sind. Hier im Beispiel geht die gelbe Sinusfunktion nicht nur einen, sondern 2 Schritte nach oben bzw. nach unten. Der Parameter a muss daher den Wert 2 annehmen. Fehlt zum Schluss nur noch die Angabe der Funktionsgleichung selbst. Diese lautet nun aber 2 mal der Sinus von 2 mal, Klammer auf, x plus pi halbe und hinten dran noch die plus 1. Das Ablesen von Funktionsgleichungen startet also stets mit der schwächsten Rechenoperation, der Addition und den Parametern c und d. Suche dir den Startpunkt und lies seine Verschiebung gegenüber des Ursprungs ab.
Beachte die Vorzeichenbesonderheit beim Parameter C. Zur Bestimmung des Parameters B schaue auf das Ende und den Anfang einer vollen Sinusfunktion. Berechne aus Ende minus Anfang zunächst die Periode P. Und wenn in diesem Beispiel die Periode P genau 4π Drittel beträgt, dann berechne daraus den Parameter B, indem du 2π durch diese Periode dividierst. Division durch einen Bruch, das ist dasselbe wie die Multiplikation mit dem Reziproken. Also nur 2π mal 3 durch 4π rechnen. Die 2 und die 4 kürzen sich genauso wie das Pi. Der Parameter b besitzt damit am Ende den Wert 1,5. Für den Parameter a zum Abschluss musst du dann nur noch gucken, wie viele Schritte du von der Mittellinie zu den Hoch- und Tiefpunkten gehen musst. In diesem Beispiel jedoch geht man nicht nur einen, auch nicht zwei Schritte, sondern drei Schritte nach oben und unten. Der Parameter a muss daher den Wert 3 besitzen. Zum Abschluss noch die Funktionsgleichung notieren und fertig bist du. Ich hoffe, wir stimmen beide darin überein, dass Videos gucken an dieser Stelle alleine nicht ausreicht. Du musst das Ganze einfach üben. Wenn du also magst, pausiere bei den nächsten Beispielen und versuche, die Parameter abzulesen. Am Ende gibt's dann dazu auch die Lösungen.